auf der Reise durch die Oscar-Geschichte bleiben wir der Musik, die kleine und große Kinder erfreut. Und da haben wir eine Laudatorin gewinnen können, die Tag ein und Tag aus unter anderem Kindern Geschichten erzählt. Begrüßen Sie mit mir die Kindergartenpädagogin aus Natschbach-Löppersbach, Frau Martina Pierebauer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist meine große Ehre und Freude, Sie alle hier begrüßen zu dürfen. Ihr seid echt früh. Also, ich habe die Ehre, das Filmmusical Der Zauberer von Oz vorzustellen. Im Musical The Wizard of Oz wird das Mädchen Dorothy mit ihrem Hund Toto von einem Sturm in das magische Land Oz getragen. Sie lernt neue Freunde kennen. Den ängstlichen Löwen, der sich Mut wünscht, den Blechmann, der seine hohle Brust gerne mit einem Herzen füllen möchte, und die Vogelscheuche, die statt Stroh im Kopf gerne ein bisschen Verstand hätte. Gemeinsam erlebt die bunte Truppe ungeahnte Abenteuer und jeder lernt, an sich selbst zu glauben. Und das, meine Damen und Herren, ist etwas, das ich nicht nur den Kleinen wünsche, sondern uns allen. Ein liebevolles Herz, ein kluges Köpfchen, das richtige Quäntchen Mut und gute Freunde, mit denen wir uns zuversichtlich den kleinen und großen Abenteuern des Lebens stellen können. Das wohl bekannteste Lied aus diesem Musicalfilm, Over the Rainbow, ist uns allen in unterschiedlichsten Interpretationen bekannt. Das Original wurde 1940 von der bezaubernden Judy Garland gesungen. Und Ladies and Gentlemen, es ist soweit. And the Oscar goes to Der Zauberer von Oz für den besten Song Somewhere Over the Rainbow. Bitte begrüßen Sie die wunderbare Solistin Stephanie Jahr.